Imp und Sinan ziehen los, um den Mythos der toxischen Männlichkeit zu erkunden. Darf ein Mann weinen? Muss ein Mann stark sein? Was fühlen die zwei Internet-Rabauken? Um das herauszufinden, öffnen sie in jedem Video einen neuen Umschlag und stellen sich ihren Sorgen, Ängsten, aber auch Freuden. Willkommen bei Viel zu sehen. Es ist mal wieder Zeit für Umschlag. Deswegen suchen wir uns jetzt einen geilen Umschlagplatz. Das ist ein Joke, oder? It's a joke. Guck mal, hier haben wir direkt noch Kollegen. Hallo. 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 Hast du auch immer das Gefühl, dass wir irgendwie, dass wir hier nicht hingehören, wenn wir Leute treffen wie die? Es wirkt ein bisschen seltsam, wie simpel die Leute ausgestattet sind und dann hast du da so einen Gimbal, der teurer ist als deren Haus. Das ist schon ein bisschen... Naja, Alter, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Grab. Oh oh, vielleicht ist es eins. Ah, hier werden Sachen verbrannt. Hier produzieren die Kohle, guck mal. Ach, hier wird Holzkohle gemacht. Die schmeißen ja das voll mit Holz und dann... Dann wird verbrannt, dann wird die Erde drauf gekippt. Du musst ja ohne Sauerstoff, glaube ich. Und dann entsteht da diese Holzkohle. Ich kenne das von Minecraft, dass man so... Ich kenne das von Holzklötze Minecraft. Kann man sich in den Ofen machen und dann kriegt man Holzkohle raus. Ja, geil. Wir haben heute Minecraft gesehen übrigens. Wir haben einen Wasserfall gesehen. Unterwegs findet man immer Einheimische, die sagen, komm ruhig mit mir, ich kann dir alles zeigen. Ne, ist nicht viel, aber die halten sich da überall auf. Und wir sind an einem großen Haus vorbeigegangen mit so einem Logbuch, wo man eintragen sollte, dass man ein Besucher ist und von wo man kommt. Und die hatten so eine Wohnwand, so richtig deutsch aus, einem riesigen Fernseher drin und darin hat gerade so ein Kind Minecraft gespielt. Das ist schon crazy, ne? Mitten im Wald, also wirklich mitten im Dschungel. Ja, und dann auch guckst du in so eine Bude rein und so ein 40 Zoll Bildschirm zockt der Minecraft. Und da hat basically Minecraft Dschungelwelt um sich rum. Die können in den Wasserfall gehen. Der kann echt das Minecraft machen. Und mach das, das ist schon geil. Ja, wir sind durch so einen Fluss, wir haben Gottesanbeterinnen gesehen und die verrücktesten Pflanzen und Tiere und sowas. Aber ja, auch hier sitzen die Kinder lieber im Zimmer, spielen Minecraft. Wir haben im Übrigen einen Trail Dog, der da vorne, Whitey. Whitey! Na? Jawohl, geht ab wie Schmitzkatz. Ah, nee, den Hund. Der eine Junge hat übrigens am Wasserfall so ein Vape rausgeholt und er war 10 oder so. Also ja, als Kind rauchen ist hier auch eine Sache. Wir haben echt viel gemein. Also die schmeißen auch gern Plastik in die Umwelt und vapen und spielen Minecraft. Das sind eigentlich wie wir. Die haben nur irgendwie einen geilen Dschungel. So, wir suchen uns jetzt, wie gesagt, einen geilen Umschlagplatz. Guck mal, hier war ich heute Morgen schon. Geil. Hier hat heute Morgen der Nachbarsjunge uns eine Kokosnuss gepflückt. Das sieht einfach so krass aus. Guck dir das an, es ist krass, schön, oder? Ist das krass? Guck mal, wie früh die schon anfangen, da diese Kerben reinzuhauen. Ach so, ja, ja. Also die machen bei den Bäumen überall so Kerben rein und dann kannst du mit deinen 2-Euro-Adiletten hier so reingehen und kannst hoch und kannst pflücken. Und ja, das machen die ganze Zeit weiter. Also hier sieht man es auch. Ich gehe nicht so weit hoch, weil ich wäre kein schlechtes Vorbild sein, aber ja, man kann... Mach aber ohne Adiletten, ich habe es heute Morgen gesehen. Relativ gut hier so hochgehen. Ja. Bis oben. Das ist schon krass. Also der Junge heute Morgen auch,
Ich habe mir das ja angeguckt. Der hat sich vor jedem Mal, wenn der hoch ist, ne? Mit stand, Seil? Stand immer, nee, der hat es ohne Seil gemacht. Komplett ohne Seil. Und dann immer, der hat vor jedem Baum, wo er hochgegangen ist, immer so. Boah, und ich stand da so, Junge, und dachte so, boah, ey, wenn der mir jetzt da runterknallt, ne? Wie viel hast du dem gegeben dafür? 200 Pesos. Das sind umgerechnet so ungefähr 3 Euro, ne? Ja. Also hast du den für 3 Euro in Lebensgefahr gebracht. Ich fühl mich voll schlecht, aber das war, also der, das ist sein Job. Der macht das. Ja. So, und die 200 Pesos, der hat eigentlich gesagt, 100 sind okay. Ja. Ne? Also der hätte es schon für 1,20 Euro oder so gemacht. Ja. Und ich habe gesagt, nein, komm, also. Und auch ganz interessant, man sieht aber das hier noch. Das ist verlockend, ich hätte Bock. Also. Guck mal, hier. Die hat er heute Morgen auch schon da runtergeknallt, diese hier. Die war aber nicht, da war nichts drin. Also weißt du, in manchen... War das der Baum da? Das war der hier, genau der hier. In manchen ist nichts drin, also der geht da hoch, dann prüft er so. Ey, aber die Kanten sind echt nicht tief. Das ist so breit wie ein Fingerglied. Soll ich mal, ich komme mit der Kamera. Komm mal ran hier, das ist... Also es geht... Ich würde es mich auch trauen, aber guck, es ist nicht breit. Es ist wie so ein Türrahmen, so ein bisschen nur. Boah, halt mal gerade. Ich will mal gerade. Also, ich gehe nicht hoch, aber. Also, ein Stück, ne? Ja, nur mal ganz kurz. Alter. Völlig krass. Ich will auch mal. Ja, aber. Wahnsinn. Und der geht da hoch. Bam, 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 bam. Wahnsinn. Wie viele Meter sind das so? Schon so 10 das oder hier? So? Mehr, oder? Ja, ich würde sagen, hier sind so 6, 7. Nee, wenn du mich für Scale nimmst, das sind schon 10, oder? Ja, du hast recht. Also bis oben könnte schon 10 sein. Ey, mach nur ganz wenig, bitte. Ja, aber geht gut. Aber hier ist schon... Hier ist zum Beispiel ein bisschen schmaler jetzt als die anderen Stufen, das merkst du direkt. Ey, wirklich, der ist hochgerannt. Ich hatte ein Problem mit der Kamera hinterher zu kommen. Ja, weil der so zack, 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 zack. Naja, geiler Platz. Du merkst es direkt, ey, du bist nur mit dem großen Zeh da drauf, einfach. Aber geiler Platz. Hier, guck mal, Whitey. Frisst irgendwas. Der hängt sich ein voll. Getrocknetes Palmenblatt. Geil. Lecker. Du bist einer, ey. Da. Hallo. Ey, mach mal, dass wir 1 Million Klicks bekommen. Mach mal irgendwas Krasses. Kannst du ein Salto? Nein, nicht den Brief. Der ist uns. Umschlagzeit. Anpassung. Anpassung. Sind wir anpassungsfähig? Was soll das denn für ein Gefühl sein? Ich glaube, okay. Das ist auf mich zugeschnitten. Wie gut könnt ihr euch in Social Settings integrieren und euch auf die jeweilige Gruppe einlassen? Warum guckst du mich an wie ein Auto? Ich glaube, du kannst das, oder? Ich kann das so ein bisschen. Es kostet mich aber unter Umständen schon auch Kraft. Ich weiß nicht, also ne, wenn ich in eine Gruppe komme und ich merke jetzt, okay, ich check so ein bisschen die Vibes, ich check so, was haben die für einen Humor, wie weit kann man gehen, was geht hier, das kann ich schon. Du grinst. Du findest das mit dem Humor ja oft dadurch raus, dass du irgendeinen Humor hast und dann Leute sagen, oh, das findest du also witzig, das ist aber gar nicht witzig. Das stimmt, aber ich würde es schon sagen, ich kann es, aber es kostet mich Kraft. Also ich fühle mich wohler. In den Bereichen, wo ich das nicht machen muss. Wo ich merke, so, okay, ich bin unter den Leuten, die wissen, wie ich drauf bin. Ich glaube, dir geht's ähnlich, oder? Ja. Du bist schon, du knibbelst und hibbelst die ganze Zeit schon. Hau raus. Weißt du, wo mein Username herkommt im Internet? Wie, Imp ist der Beste? Ja, das Imp. Ach so, Imp, nee. Mir wurde in der Schule gesagt, dass ich sehr impertinent sei, weil ich es nicht hingekriegt habe, mich in diese Gruppe einzufügen. Okay, also das heißt, wir hatten so einen Sozialarbeiter in der Schule, der wurde von Lehrern dazugerufen, wenn Leute sich gestritten haben und sowas. Und ich hatte, glaube ich, mehr zu tun mit dem als manche anderen Mitschüler und hat gesagt, du kannst dich ja gar nicht in diesen Leuten integrieren und du machst immer Stunk und du verarschst die immer. Und dann wurde mir immer gesagt, ich sei impertinent. Dann habe ich das gegoogelt und
dachte, klingt eigentlich, ja, klingt nach mir, klingt ganz gut. Und dann dachte ich, irgendwann bräuchte ich einen Facebook-Namen, glaube ich, und dachte, ja, nehme ich das. Aber hast du denn dann, gut, erstmal stellst du fest, du bist so. Hast du denn deswegen auch gemerkt, schon mal irgendwie so negative Auswirkungen daraus? Ja, andauernd. Okay, wie wirkt sich das aus? Du bist halt der Komische in der Gruppe manchmal. Aber das heißt, du integrierst dich nicht, aber du checkst dann schon, dass du der Komische in der Gruppe bist und dir gefällt das auch nicht. Es kommt drauf an, in welcher Gruppe und wie gut man denen aus dem Weg gehen kann. Ich finde meistens in Gruppen so ein, zwei Leute, mit denen ich gut kann und den anderen gehe ich dann meistens aus dem Weg. Ja gut, also ich habe dich ja so nie kennengelernt, deswegen ich kann das jetzt schwer sagen. Wie hast du denn das Gefühl bei mir? Hau raus, Bruder. Ich glaube, du bist ein bisschen anpassungsfähiger. Du kannst. Ich meine, wie hast du das Gefühl in meiner Gegenwart? Hast du das Gefühl, du musst dich anpassen oder kannst du einfach der impertinente Imp sein und der Sinan kommt schon damit klar? Ein bisschen. Ich glaube, man passt sich bei allen Leuten ein bisschen an. Also man zeigt ja nicht allen alle Seiten von sich. Welche Seite zeigst du mir denn nicht? Wird es noch schlimmer? Weiß ich gerade gar nicht, aber also wenn ich irgendwie denke, du findest irgendwas vielleicht uninteressant oder so, dann habe ich jetzt nicht groß das Interesse darüber zu reden, weil ich denke, du dich langweilt das, aber jetzt auch nicht, dass mir peinlich wäre. Ja, also dass man, also dann würdest du ja doch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, so ganz leicht. Ein bisschen habe ich das gelernt mit der Zeit auch. Okay. Also wenn ich in den Freundesgruppen merke, du hast Leute, mit denen kannst du ein, zwei Sachen teilen, dann ist es okay und dann teile ich mit wem anders eine andere Sache. Es muss nicht jeder genau wie ich sein. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn du in so Situationen wie Schule, Uni, Arbeit bist, wo du mit irgendwelchen Leuten zusammengesteckt wirst, ja, dann fällt es mir manchmal schwer, mit denen irgendeine Gemeinsamkeit zu finden. Ja, okay, also. Und dann passe ich mich auch nicht so gut an, dann bin ich meistens eher irgendwie ruhig und awkward. Ja, der Worst Case ist ja für mich zum Beispiel deswegen ja auch Smalltalk, ja? Ja. Weil du in eine Gruppe kommst, wo du jetzt zum Beispiel, du weißt von keinem irgendwas und dann, deswegen gibt es ja Smalltalk. Das heißt, du klapperst das ab, was die absoluten Safe Spaces sind von Themen und Aussagen. Wo du einfach nur sagst so. Aber es bringt mir nichts. Ich finde das Smalltalk fürchterlich. Ich finde das auch ganz fürchterlich. Und will eigentlich die ganze Zeit nur das Eis brechen. Mit Gewalt irgendwann. Ich glaube, du bist da einfach nur so, du lässt dich vom Hund ablenken. Du bist da, glaube ich, einfach nur eine Spur härter als ich drauf. Dass du dann, du gehst dann so richtig in den Kontra-Modus oder so, oder? Es macht manchmal auch Spaß, ein bisschen zu provozieren. Es kommt halt darauf an, ob du noch viel mit den Leuten zu tun haben musst. Wenn du bei einer Arbeit zum Beispiel bist, wo du vielleicht noch neu bist, also ich, dann will ich ja am Anfang nicht, dass die mich scheiße finden. Ja. Aber ich weiß auch nicht so genau, wie kriege ich die dazu, dass die mich gut finden, weil ich kann mich nicht gut verstellen, glaube ich. Ich kann dann eher höchstens irgendwie ruhig sein oder gar nichts dazu sagen. Aber ich kann nicht gut so tun, als wäre das Gegenteil der Fall. Also das heißt ja, also wir gehen mal in die nächste Frage, war hier, wann fällt es euch leicht, wann vielleicht nicht? Also dir fällt es leicht, wenn du die Leute magst, wenn die Themen irgendwie ähnlich sind. Die Hunde fressen sich hier gleich auf. Psst, hört auf! Hier wird geknurrt. So, also in einer Gruppe, wo du sagst, die Leute magst du oder so, da geht das. Aber wo du nicht musst oder beziehungsweise Arbeit oder so. Ja gut, inzwischen ist bei uns ja Arbeit. Ne? Kann ja, man du hast ja auch so mit dem man zu tun gut hat. Ja, dann ist ja die nächste Frage, wie nehmt ihr euch selbst wahr? Also wie ist es, wenn du ja merkst, du kannst das gerade nicht. Du sagst ja dann, du willst die Situation auch mal vielleicht dann trollen oder so. Aber wie nimmst du dich dann wahr? Bist du wie ein Fremdkörper. Also so ähnlich wie hier mit den Leuten ging es mir in der Schule auch manchmal nur andere Art. Das andere Spektrum, weißt du? Hier sind wir so ein bisschen die Exoten im Sinne von, wir kommen aus einem reichen Land und hier wohnen Leute in der Wellblechhütte und die schauen uns alle so ein bisschen skeptisch an. An der Schule war es eher andersrum, dass die alle, ja,
Wert auf irgendwie Mode gelegt haben oder sich für Gossip interessiert haben oder irgendwie sowas. Und ich saß dann dazwischen mit ja, ein bisschen anderen Interessen, wenn man manche Dinge auch einfach ziemlich egal, die anderen Leuten total wichtig waren. Schon sehr, sehr, sehr früh. Also ich habe, glaube ich, was, 5, 6 habe ich mal so eine Jacke bekommen aus dem Secondhand von irgendeiner Modemarke. Und ich fand das damals schon scheiße und habe meine Mutter gefragt, ob sie mir irgendeinen Aufnäher über das Logo machen kann. Und dann in der Schule ging es dann ja erst los, dass dann die Leute so rumliefen und du warst der Coole, wenn du ein bestimmtes Kleidungsstück hattest oder eine bestimmte Frisur oder sowas. Das habe ich schon von klein auf nicht mitmachen wollen. Ich habe dann sogar mich eine Zeit lang geärgert, wenn Sachen, die ich mochte, in Mode gekommen sind. Aber okay, du hast das dann so empfunden, hast dann dich dagegen aufgelehnt und so, hast das nicht mitgemacht. Gibt es denn irgendeine negative Erfahrung jetzt, dass du sagst, dass, oder würdest du dir wünschen, dass du das manchmal besser könntest? Also ich würde mir nicht wünschen, dass ich es den Leuten besser vorspielen kann. Aber es wäre schon manchmal einfacher, wenn du dir die gleichen langweiligen Gedanken machst wie der absolute Durchschnittsnormalo, weil dann hättest du immer viele Freunde. Also ich kenne das von mir, dass ich meistens, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, zu zweit oder zu dritt oder zu viert vielleicht mal bin, aber nicht so in so großen Grüppchen. Aber ich sehe das manchmal in der Stadt, dass so Jugendliche unterwegs sind mit so 15 Leuten oder so. Und auch manchmal denkt, eigentlich wäre das cool, wenn du so viele Gleichgesinnte hast, mit denen du irgendwie eine Wellenlänge hast. Also es ist wahrscheinlich, ich weiß ja auch nicht, wie gut die sich verstehen und so, aber du siehst ja manchmal in der Stadt sind so richtig große Gruppen unterwegs. Ich habe das nicht so gut hinbekommen bisher, immer nur so. Ja, die Frage ist, also stört es dich? Selten. Also es ist schon cool, mit anderen Leuten was zu machen, aber ich kann am besten eigentlich zu zweit sein, glaube ich. Geht's dir so? Der Schatten hat uns eingeholt. Wir haben uns mal gerade in die Sonne gesetzt, damit es ein bisschen schicker aussieht. Ja, also bei mir dieses mit in die Gruppe integrieren, ich kann das so ein bisschen, auch nicht richtig gut und es kostet mich Kraft und meistens habe ich keinen Bock drauf. Aber die Frage wäre jetzt auch noch hier, ob ich da irgendwie einen Leidensdruck irgendwie mit verbinde, ob mir das irgendwie selber stört. Ich glaube, man verbaut sich manchmal ein paar Chancen. Ich glaube, einige, ja. Ja, ich glaube, es wäre gut, wenn man das manchmal so könnte. Du hast jetzt eben gesagt, du willst es nicht schauspielern. Ich weiß nicht, ob es manchmal sogar ganz gut wäre, wenn man so sagt, man könnte das mal kurz schauspielern. Man kann mal so über seinen Schatten springen. Es muss ja nicht von Dauer sein, aber je nachdem hilft es natürlich, dass, ja, wenn du immer bei allen nur der Weirdo bist, ist auch nicht gut, oder? Nee. Sollen wir das ändern oder meinst du es zu spät? Wir haben ja beide unsere Workarounds gefunden. Ja gut, aber wie ist denn da bei dir deine Ansicht? Also ich bin ja so, sag mir eigentlich, ich habe immer Bock, mich weiterzuentwickeln. Das würdest du schon auch sagen. Ja, aber in einem Bereich, wo du denkst, es lohnt sich, da hinzukommen. Oder? Ja gut, aber das ist ja eine sehr vage Aussage. Also dann sagst du so, naja, ich hätte schon Bock, mich weiterzuentwickeln, irgendwie, weiß ich nicht, sportlich. Aber da muss man sich ja anstrengen, nee, dann nicht. Nee, das meinte ich nicht. Aber wenn es um Anpassungen geht, also die größten Gruppen finde ich immer unsympathisch oder fast immer. Es wird ja auch öfter so gesagt, wie ja, das und das wäre früher nicht so gewesen, jetzt werden die dümmsten Trends oder die dümmsten Leute populär oder so. Aber wenn man sich so zurückerinnert, war das doch eigentlich immer so. Also wenn du Musik, Filme, irgendwas, so Charts anguckst, ganz oben ist eigentlich immer irgendwas gewesen, wo du dachtest, ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, es scheint ja super viele Leute zu geben, die das gut finden. Und an die kann ich mich irgendwie nicht gut anpassen. Ich kann auch nicht verstehen, wieso Leute zum Oktoberfest fahren oder so. Ist ein Riesending, Karneval ja auch. Ich weiß nicht, ob ich mich da anpassen muss oder ob es okay ist, mich da rauszuziehen und mich einer kleineren Gruppe anzupassen, die mich mehr anspricht. Ich bin da ehrlich gesagt auf deiner Seite. Also ich glaube, die Frage ist ja, also wir merken, wenn wir uns jetzt diesen Zettel mal anschauen, es geht ja um Anpassung, Anpassungsfähigkeit. Wir sind definitiv in einem Spektrum nicht auf der Seite der super Angepassten. Aber definitiv nicht. So, warte. Aber
ich glaube, gerade in einer Welt, wo alle sehr, sehr angepasst sind und angepasst leben, ja, und über auch sehr vieles einfach adaptieren an Lebensmodellen und so weiter, weiß ich gar nicht, wie erstrebenswert das eigentlich ist. Ich finde das auch interessant, wie viele Leute so Unangepasstheit als ihre Eigenheit wahrnehmen, aber dann in Grüppchen sind, denen sie sich auch ganz stark anpassen. Also so Subkulturen so habe ich nie wirklich gemacht, aber da habe ich das öfter wahrgenommen, wie Leute sich in so Subkulturen reinbegeben und die sind dann aber auch wieder ziemlich homogen eigentlich. Also die feiern das, boah, wir sind anders und nicht angepasst, ja. Aber innerhalb ihrer Gruppe wieder mega angepasst und jeder... Kennst du das bei Monty Python, wo die ganze große Gruppe ruft, wir sind alle individuell und dann ruft ein einziger ich nicht? Okay, das ist schon geil. Ja. Ich guck mal gerade, also ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also wir haben die Frage, glaube ich, beantwortet. Mhm. Wir nehmen uns selbst schon so wahr, wie wir sind. Also wir haben da keine verzerrte Wahrnehmung, das glaube ich nicht. Uns ist schon klar, dass wir definitiv nicht so anpassungsfähig sind wie andere. Aber ob das ein großer Nachteil ist, ich glaube häufig nicht. Zu angepasst sein halte ich auch für schlecht. Ich glaube auch, dass das, was wir machen, also auch so dieses skeptisch in Dinge reingehen, nachdenken und so weiter, das ist ja auch schon ein Indiz dafür, dass du eher eigentlich der Störfaktor bist. Dass du derjenige bist, der vielleicht mal hingeht und sagt, okay, alle sehen das so, ich frag mal, wollen wir das mal anders sehen? Also manchmal machst du ja auch gerne, du hast es eben genannt, so mit Provokation, hat ja auch eine Funktion, also dass du so eine überangepasste, homogene Masse, die im Gleichschritt marschiert, dass du da mal den Stock in die Speichen schmeißt. Ne? Wir sind ja aber beide, glaube ich, auch Leute, die aus einer großen Gruppe rausgehen oder die auch mal kritisieren. Und dann kommt direkt so eine andere Gruppe, die sagt, ey, komm doch zu uns. Aber dann provozieren wir die auch so ein bisschen. Und dann sagen, ja, aber von euch lasse ich mich auch nicht vereinnahmen. Nee. Aber das ist ganz oft so, dass es so diese Lagerbildung gibt und wir schwimmen so neben den Lagern und pieksen da überall mal so ein bisschen rein. Und dann kommt immer ein Lager und sagt, hey, bei uns bist du willkommen. Echt geil, wie du das andere Lager provoziert hast. Und, ja. Und dann stellst du fest, und das habe ich irgendwann auch bei dir in einem Stream gesehen, du hast dann auch erzählt, du meinst ja so, große Gruppenbewegungen, Demos und so, sind ja auch nicht so dein Ding. Und ich habe da auch immer so ein ganz komisches Gefühl, wenn Leute so alle das Gleiche rufen, wenn alle das Gleiche machen, das ist ja die ultimative Anpassung. Ja. Jetzt framen wir das natürlich ganz sehr negativ. Ich glaube, die netten Damen, die uns das geschrieben haben, die wollten uns, glaube ich, so darauf hinweisen, dass wir vielleicht manchmal ein kleines Stückchen anpassungsfähiger sein dürfen. Und uns denen anpassen auch. Vielleicht. Ich kann das auch ein bisschen bei Leuten, die mir sympathisch sind, denen will ich ja dann auch nicht den Tag versauen. Nur weil man sagt so, hey, ich bin halt anders und ich provoziere jetzt mal und ich muss dich ständig darauf hinweisen, wie anders man das sehen muss oder kann. Ja, manchmal wäre dann auch, wollen wir das als Übung für uns selber mitnehmen? Für die, zumindest bei denjenigen, die wir gern haben. Man kann Sachen ja auch reflektieren. Man kann ja Prinzipien haben, die man sich selber gut erklären kann. Mhm. Ich denke mal, wir haben beide welche. Wenn man dir jetzt sagen würde, komm mit zur großen Saufveranstaltung, kipp dir 2 Liter Bier rein, wirst du sagen, ja, ich komme vielleicht 1,5. Mit, aber ich mache nicht mit. Oder wenn mich Leute zum Grillen einladen, ich werde das Würstchen trotzdem nicht probieren, aber ich setze mich dann schon dazu. Genau. Ich passe mich so halb an. Also ich muss denen nicht die ganze Zeit sagen, was ihr da macht, ist übrigens scheiße, aber ich muss auch nicht all in. Ich muss auch nicht alles mitmachen. Ich finde, das ist ein netter Kompromiss. Ja, das machen wir. Machen wir so. Das haben wir schon gegessen. Das ist doof, wir haben mal die Aufnahme beendet, damit wollen wir essen und jetzt haben wir schon.